Ich habe hier nun ein Objekt, das ich gerne ausdrucken möchte und da wähle ich Exportieren. Normalerweise habe ich mit Object gute Erfahrungen gemacht. Das landet im Downloads-Ordner. Wenn du dein Produkt auf einem iPad konstruiert hast, so lädst du es ebenfalls herunter, transferierst diese Datei dann aber in einen Cloud-Dienst, damit du von einem Computer darauf zugreifen kannst. Und auf diesem Computer wird dann der Druck vorbereitet. Wenn ich das doppelklicke, so wird die ZIP-Datei gerade entpackt und effektiv brauche ich nur die Datei mit der Endung Object. Da gebe ich nochmals einen besseren Namen ein, Cloud. Und jetzt benötige ich das Programm, um den Druck vorzubereiten. Also eigentlich die Druckersoftware, die ist schon offen. In unserem Fall heißt sie MakerBot Print. Und ich ziehe diese Datei einfach rein in die Oberfläche, schon ist es bereit. Ich könnte auch mehrere Objekte hier platzieren, ich kann die noch skalieren, drehen und so weiter. Wichtig ist, dass du es so hinlegst, dass es auch sinnvoll aufgebaut werden kann. Also beispielsweise, dass die breiteste Kante von diesem Objekt dann unten auf der Bodenplatte liegt. Du kannst dir eine Vorschau anzeigen lassen, dann berechnet er das Objekt und zeigt dir an, wie das dann aufgebaut wird. Du kannst es als Animation abspielen lassen, beziehungsweise in diesem Fall auch manuell durch diese Schichten hindurchgehen und du siehst hier, wie das dann aufgebaut wird. Ja. Jetzt ist es also bereit, ich exportiere es, in diesem Fall auf den Stick, den ich eingelegt habe, wähle nochmals einen Dateinamen, wie vorhin Cloud, das ist jetzt ein anderes Format, sichern und die Datei ist bereit für den Druck. Die Druckplatte ist vorbereitet, ich habe sie mit Malerabdeckband abgedeckt. Und nun stecke ich die SD-Karte in den entsprechenden Schlitz rein und es kann eigentlich losgehen. Manchmal macht es Sinn, den Drucker noch vorher zu kalibrieren. In diesem Fall habe ich ihn aber gerade vorhin gebraucht. Wie du das machst, das erfährst du im Handbuch. Ich wähle Build from SD. Und anschließend wähle ich die entsprechende Datei aus. Nun wärmt der Drucker auf 230 Grad und anschließend legt er los, indem er zuerst eine Probespur legt, um die Düse zu reinigen und dann mit dem Aufbau des Objektes beginnt. Hier sieht man im Zeitraffer, wie er zunächst den Sockel aufbaut und anschließend mit dem eigentlichen Objekt weiterfährt. Das Endprodukt kannst du mit einem scharfen Messer oder einem Cutter vorsichtig von der Grundplatte lösen. Und der Sockel kann im Normalfall mühelos vom eigentlichen Objekt weggelöst werden.